So, Freunde. Worum wollten wir uns jetzt kümmern? Hier. Mason, glaube ich, war das. Ne? Genau. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Jawohl. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Oh Mann, wie blöd, natürlich. Nachtwache macht man ja auch nachts und nicht am Tag. Jetzt nicht. Na, Mensch, Mann, wie griffen. Wieso denn das jetzt schon wieder? Naja. Setz dich wieder hin, Mau. Jetzt nicht. Ach. Ja, entferne dich! Gut, machen wir das später. Dann werden wir hier soweit durch. Die Nachtwache machen wir dann später. Dann können wir uns noch weiter umgucken. Das Amulett kriegen wir auch noch nicht. So, und zwar, hier wollte ich mich noch umschauen, genau. So, was sieht hier? Eine Schädelblüte. Dafür kriegt man Ruhm. So, dann haben wir gleich mal Proviant eingesackt, herrlich. Ich verstehe die Bauern nicht. Sie sollten lieber zu den Waffen greifen. Und wenn sie keine Waffen führen können, dann sollten sie es lernen. Eigentlich jeder hier rumboxen. Wieder nicht. So, wer ist das denn? Ernesto? Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Außer du willst umsonst arbeiten. Vergiss es. Das habe ich mir gedacht. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht, ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Ah ja. Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Hm? Dein Kerzenständer ist schuld daran? Ich weiß, wie das klingt, aber ich bin mir sicher. Diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Okay. Wer hat einen Kerzenständer gestohlen? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen Verdacht. Mira, meine Magd, sagt, sie hätte in dieser Nacht Nico dem hinterm Haus herumschleichen sehen. Wenn du ihn suchen willst, solltest du mit den beiden mal reden. Mir erzählen die eh nicht die Wahrheit. Okay. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Frag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Okay. Vertrauen ist wohl nicht deine Stärke. Weißt du, ich bin schon alt. Lange werde ich wohl nicht mehr unter uns weilen. Und da ich keine Kinder habe, naja, irgendwer muss den Hof ja mal übernehmen. Eigentlich hatte ich immer Nikodim als meinen Nachfolger im Sinne. Aber in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher. Gut, das ist wohl die Markt. Hallo, starker Mann.
Was führt einen gut aussehenden Burschen wie dich in solch eine öde Gegend? Lass mich raten, du bist auf der Suche nach Abenteuern, Schätzen und gefährlichen Monstern? Ja, auch das. Groß genug, okay. Willst du etwas Bestimmtes? Was soll das denn heißen? Darf ich nicht mal mehr höflich sein? Wenn wir doch nur in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort leben würden. Klingt, als hättest du ein Problem. Ich habe kein Problem. Ernesto hat ein Problem. Ihm wurde sein wertvollster Besitz gestohlen. Sein gravierter Kerzenständer. Er befindet sich schon lange in seinem Familienbesitz. Er kann dir darüber sicher mehr erzählen. Ich weiß, wir haben Wichtigeres zu tun. Aber um einer schönen Frau zu helfen, ist immer Zeit. Was weißt du über Ernestos Kerzenständer? Ich habe einen Verdacht, wer ihn gestohlen hat. Wirklich? Ich habe Nikodim in der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, hinterm Haus herumschleichen sehen. Allerdings behauptet er, dass er es nicht war. Und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er der Dieb ist. Er ist ein viel zu großer Waschlappen, um so etwas zu machen. Außerdem, was sollte er davon haben? Sag du es mir. Ha, niemals hat er ihn geklaut. Er kann ja nicht mal lügen, ohne rot zu werden. Aber Ernesto glaubt, dass Nikodim ihn geklaut hat. Ich werde bestimmt nicht versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sag mir, mein Süßer, willst du mir nicht vielleicht helfen? Ja, klar, warum nicht? Einer schönen Frau helfe ich doch gerne. Sag sowas nicht, sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Aber ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen von so einem gestandenen Mann wie dir. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen und dir eine ganz besondere Belohnung geben. Ich will sicherstellen, dass Nikodim den Hof nicht bekommt. Das sollte nicht allzu schwer sein, da der alte Greis sowieso schon glaubt, dass er den Kerzenständer gestohlen hat. Okay. Okay, ich finde den Kerzenständer für dich. Du bist der Größte. Ich will, dass du Ernestos Kerzenständer findest und ihm bringst. Selbst wenn Nikodim ihn nicht geklaut haben sollte. Ich will, dass du Ernesto sagst, dass Nikodim ihn hatte. Dann wird er ihm bestimmt nicht den Hof vermachen. Und denk an meine Belohnung. Okay, falls ich spüre Nikodim. Eine Sache noch. Was hältst du von Ernesto? Erzähl ihm bloß nicht, was ich dir jetzt sage, ja? Ernesto ist alt. Lange wird er wohl nicht mehr unter uns weilen. Irgendwie bin ich traurig, aber auch froh darüber zugleich. Wieso froh? Der Hof stagniert. Ich würde hier etwas Großes draus machen. Aber der alte Greis traut sich nicht, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Bist du hier die Magd? Da hast du völlig recht, mein Hübscher. Ich bin Mira. Ich kümmere mich hier um das Essen, putze das Haus. Ich achte darauf, dass hier nicht alles vergammelt. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Kannst du mir was beibringen? Kommt drauf an. Silberzunge können wir da lernen, okay, aber wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug Gold dafür. Okay, Nikodim wird wohl der hier sein. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin... Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Ich suche Arbeit. Ich hab nichts für dich. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ich glaub allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Andererseits, ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen, handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Ich habe ihn aber nicht. Wieso glauben alle, dass du ihn geklaut hast? Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen.
Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Ich werde den wahren Dieb finden. Auch wenn du es sein solltest. Aber ich bin es nicht. Bitte streng dich an. Meine Zukunft hängt davon ab. Sprich mal mit den anderen. Vielleicht kannst du sie ja einfach überzeugen, dass ich es nicht war. Und schau mal vor dem Haus bei dem Wagen nach. Dort hatte ich die Geräusche gehört. Okay. Vor dem Haus bei dem Wagen, ja, ja. Gut. Ja, eine Feuerblume. Ja, wo sollen wir das jetzt suchen? Bei dem Haus, bei dem Wagen. Eine Schrotpistole, herrlich. Gold. Es sieht so aus, als wäre hier jemand durchgelaufen. Die Spuren führen nach Osten. Ich sollte ihnen folgen. Ah ja, gut. Machen wir. Noch mehr Gold. Es sieht so aus, als ja. Gold. Da ist hier noch was? Nee. Okay, also in die Richtung. Gold. Liegt überall Gold rum. Und er sagt, er hat zu wenig. Ah, Gott. Okay. Das ist die Mühle. So dahin. Einfacher wäre natürlich da lang gewesen, aber gut. Dann noch Proviant. Schädelblume, was haben wir hier? Okay, die kriegen wir auf. Ah ja. So, und jetzt die da hinten anscheinend. Ich habe dieses ganze System hier noch nicht so richtig gecheckt, ganz ehrlich. Aber gut, was haben wir hier? Noch eine Schrotpistole. Wir haben hier Schnaps des Goldes. Verbrauchsgegenstand, Blick des Goldes, Wirkungsdauer 100. Zeig dir wertvolle Gegenstände an. Alles klar. Jadestein genießt unter Eingeborenen einen hohen Wert. Papageienflug und Blutrausch. Weitere Nahkampffähigkeit, Voodoo-Magie, beeinflusst Wirkungsdauer, versetzt den Gegner in Raserei und lässt ihn jeden und alles angreifen. Alles klar. Alles mit. Nehmen wir alles mit. Teleportstein! Schön! Aha, mal gucken, dass wir hier wieder runtergehen. So! Hier liegt überall Gold rum. Was ist denn hier los? Hat er wahrscheinlich verloren, der Dieb. Gold. Gold. Da sind wieder verdächtige Spuren. Hier liegt Gold rum. Mehr Gold. Beeren. Hm. Die Spuren führen weiter nach Norden, durch den Friedhof. Gut, das machen wir gleich. Hier ist meine Pappe. Eine Geisterblume. Wo bist du? Komm zu uns zurück. Was? Es ist Anna. Gestohlen. Deinesgleichen hat es uns gestohlen. Unser Ein und Alles. Unser Seelenheil. Komm zu uns zurück. In einem Stück. Was? War mal halblang, ich verstehe kein Wort. Lass mich raten, der Kerl namens Porter hat dein Amulett gestohlen. Lass mich raten. Ein Kerl namens Porter hat dein Amulett gestohlen. Namen sind nichtig. Nur unser Schatz ist mir wichtig. Die Toten erwachen. Schon bald hat er nichts mehr zu lachen. Du musst ihn überreden, es wieder rauszugeben. Okay. Ja, da sind wir schon dabei. Wo bist du? Komm zu uns zurück. Ja,
Wir wollen das doch. Ist das doch gut. Also früher oder später. Die werden vom Himmel fallen. Die Seelen der Opfer im Nichts verhallen. Vielen Dank. Durch Verrat in seinen Bann gezogen. Nicht merkt, dass er wird belohnt. So, wen haben wir denn hier? Ist nicht tot, was ewig liegt. Nate. Ist das der eine, den Tod besiegt? Oh, hier sind Gegner. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Ah, ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt schon. Also, mehr oder weniger. Jetzt ist aber gut. So. Knochen erhalten, okay. Goldklee. Das Schattenpakt glaubt wohl, das bisschen Lava beeindruckt mich. Du kannst ja mal ein Bad nehmen. Oh, das können wir von dem Zähne. Witzig. Hier noch irgendwas rum? Nee. Nicht wirklich. Oh. Schnell, die Jungs, ey. Wie war, einen Löffel erhalten. Na, dankeschön. So, wo sind die anderen? Weg. Wahrscheinlich schon verwest. ist nix. Feuerblume. So. Grenade. Hier ist ein Bett. Vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wo ist denn aufnehmen? Was ist hier aufnehmen? Käse und Brot, herrlich. Truhe haben wir auch. Gold. Silberteller. Dann bis zum nächsten Morgen pennen. So, hier haben wir noch eine Truhe. Ja, also dieses Schlösserknacken, im Prinzip müssen wir einfach mal bloß ein bisschen rumprobieren. Hühnchen und Schrot. So, gut, hier haben wir geleert. So, sehr schön. Ah, gleich beide tot. Sehr gut. Haben wir was für mich? Sieht nicht so aus. So, verdächtige Spuren habe ich hier jetzt auch nicht mehr gesehen. Oh, was ist das denn? Weg! Ach. Weg! Weg!
Oh, das war ein Treffer. Scheiße. Aber wir haben ihn. Jawohl. Einfluss und Härte könnten wir steigern. Lava Golem tot. Was bekommen wir hier? Eisenerz. Sehr schön. Nee, das wollen wir jetzt nicht bequatschen hier. Muss er hier noch den Dieb finden? Deswegen sind wir eigentlich hier. Oh. Eisenerz, herrlich. Trank. Sens der Überzeugung erhalten. Noch mehr Eisenerz. So, ansonsten ist hier anscheinend nichts. Können wir gleich mal hier weitergehen. Eben. Ah! Oh! Glück. Um 400 bringen die. Herrlich. Der hat jetzt aber nichts für mich. So. Feuerblumen. Oh! Ein Scheißvieh. So, was haben wir jetzt hier? Hier bloß ein Paddel rum. Auf jeden Fall ist hier kein Dieb, der irgendeinen Kerzenständer geklaut hat. Da in die Lava reinlaufen wir, glaube ich, auch nicht so clever. Gut, ja. Keine Ahnung, wo jetzt hier der Dieb ist. Da unten sind wir da gewesen? Nee. Hopp. Hopp. Doch. Doch, hier sind wir gewesen. Ja, was weiß ich, vielleicht können wir ja mal das Ganze über den Quests anwählen. Logbuch. Calador. Ernestus Kerzenstände, genau. Auf Karte markieren, bitte. Seekarte. Das jetzt? Okay. Mal zurücklaufen. Vielleicht müssen wir ja doch hier rüber. Die Spuren führen weiter nach Norden, durch den Friedhof. Durch den Friedhof. Wo bist du? Ach ja. Komm zu uns zurück. Was wollen wir aufnehmen? Gold. Nee. Noch mehr Gold. Die Spuren führen weiter nach Norden. Wer auch immer das war, muss ziemlich undichte Taschen gehabt haben. Ja.
Sieht so aus. Nee, Enten töten wir nicht, haben wir ja gesagt. Ne? Aufnehmen. Gold. Ah, jetzt check ich das. Alles klar, der hier. Schwarzer Ghoul. Meine Güte. So, da gibt es ja mal 100 Ruhm hier. Anna hilft uns. Wo bist du? Sehr schön. Komm zu uns zurück. Knochen? Ja, ja. Wo bist du? Sag mir schon. Zu uns zurück. Ein bisschen Proviant reinpfeifen hier. Noch mehr Knochen. Die Seelen der Opfer im Nichts verhallen. Gold. Die Spuren laufen weiter nach Nordosten. Okay. Ich mach mal Gold. Gold. So, gut, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Okay, nachdem wir den besiegt haben. Das war's mit dir, du Mistvieh. Dann noch was für mich? So, die Feuerblumen sammeln wir noch ein. Hier geht es sowieso nicht weiter. Hier ist nur noch Gold. Wer ist da darüber gesprungen? Die Spuren gehen auf der anderen Seite weiter und scheinen die Stufen hinaufzuführen. Aha. Darüber? Gut, machen wir im nächsten Video. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann schauen wir mal, dass wir diesen Kerzenständer von Ernesto im nächsten Video mal auf die Reihe bringen. Also, hoffentlich bis zum nächsten Video und vielen Dank.